Hi, hier ist der Frank vom footblockhamburg.de. Schön, dass ihr auch wieder dabei seid. Wir wollen heute Spaghetti Carbonara machen. Ganz simple, einfache Nummer. Ich erkläre euch, was wir brauchen dabei, wenn wir es gleich machen. Als erstes haben wir hier so ein bisschen Speck. Den schneiden wir uns jetzt einfach mal in Streifen runter. Die gebrauchen wir gleich. Die Mengen für das Rezept schreibe ich wieder in die Einkaufsliste. Die Einkaufsliste ist unten in der Description Box. Könnt ihr euch einfach runterladen und habt dann wunderbar das ganze Rezept mit den ganzen Mengen und allem da stehen. Gar kein Problem. Jetzt, wo ihr gerade dabei seid und hier zuguckt, wie ich hier den Speck klein schneide, könntet ihr ja auch mal eben schnell, wenn ihr das noch nicht habt, uns abonnieren, uns schon mal einen Daumen nach oben geben. Und wenn dir irgendwelche Fragen einfällt, kannst du schon fast anfangen, mir da Kommentare reinzuschreiben. Nee, mach das mal hinterher. Das reicht auch, wenn ihr das hinterher macht. Und ich bin ja nun auch schon fast fertig. Kleines Stückchen noch. Ready. Meine Lieblingspfanne steht schon auf dem Herd. Ich tue da jetzt mal einen schönen Schuss Olivenöl rein. Und dann kommt da unser Speck jetzt rein und wird angebraten. So, ich brauche 4 Eigelb. Ich trenne das jetzt mal eben schnell. Nicht wundern, dass hier schon Eiweiß drin ist. Ich habe eben schnell eine Aioli gemacht. Die kommt aber auf einem zweiten Channel von uns in Englisch. Wenn da steht, der Channel, dann werde ich euch das auch nochmal verlinken. Dann könnt ihr euch das da auch gerne angucken, wenn ihr möchtet. Gerade für die Leute interessant, die ja nicht aus Deutschland kommen und auch trotzdem bei uns schauen. Ich habe heute nur fertig geriebenen Parmesan bekommen. Ein bisschen schade, aber bei uns im Supermarkt hatten sie kein großes Stück. Das habe ich jetzt hier auch schon mal drin. So, dann tun wir da noch ein bisschen Schlagsahne rein. Wie gesagt, die genauen Mengen stehen unten in der Einkaufsliste. Ein bisschen Salz. Ach, da kommt ja heute überhaupt nichts raus. Aber wo wir gerade bei den Gewürzen sind, wir bekommen unsere Gewürze vom gewürzmaster.de. Bin ich auch sehr mit zufrieden. Echt klasse Ware, was die haben. So. Schaut da mal auf der Homepage von denen vorbei. Das Ganze vermengen wir jetzt mal ein bisschen hier. So, mein Speck ist schon schön kross geworden. Das sieht schon richtig klasse aus. Da tue ich jetzt meine schon fertig gekochten Spaghetti drauf. Klasse. Vermengen wir so ein bisschen. Und dann müssen wir auch gleich mit der Hitze runter, weil sonst geht uns gleich die Soße kaputt. Wenn das so mega heiß ist, gerinnt das nämlich sofort durch das Ei. Das wollen wir natürlich nicht. Also müssen wir einen ganz kleinen Moment warten, dass die Temperatur so ein bisschen runter ist. Und dann können wir das gleich miteinander vermengen. So, jetzt tun wir schön unsere Soße einfach da drauf und verteilen das gleichmäßig. Klasse. Sieht das geil aus. Darf natürlich nicht gerinnen. Na? Und soll eigentlich ja auch nicht stocken. Super. Das sieht richtig lecker aus. Klasse. So, dann machen wir gleich mal schnell einen Teller fertig. Und dann können wir gleich mal probieren. Sieht das nicht richtig toll aus? Ich gehe da jetzt mit meiner Gabel rein und zerstöre es und werde es probieren. Ich glaube, es wird geil. So, ich werde probieren. Geil. Ohne Worte, braucht man überhaupt nichts drauf zu sagen. So einfaches Gericht, so schnell gemacht, einfach nur klasse. Richtig geil, richtig lecker. Lasst mich eben unterschlucken und dann geht's weiter. Ich hoffe, euch hat dieses Gericht gefallen. Wenn ja, wie vorhin schon gebeten, gebt uns einen Daumen, schreibt Kommentare, abonniert uns, wenn ihr uns noch nicht abonniert habt. Ich schreibe unten wieder eine Einkaufsliste rein. Die könnt ihr euch runterladen als PDF, ausdrucken. Und dann habt ihr die auch gleich in der Küche liegen und könnt die abarbeiten. Ganz simples, wirklich einfaches Gericht, super lecker. Ich mache es jetzt ganz kurz. Ich sage einfach nur Tschüss. Und ja, bis zum nächsten Mal.
Ciao, ciao.